islamistische Propaganda. Aufbereitet wie ein Actionfilm. Houthi-Rebellen aus dem Jemen kapern westliche Schiffe im Roten Meer. Oder sie proben die Erstürmung eines israelischen Kibbutz. Botschaften voller Gewaltverherrlichung und Antisemitismus. Februar, Wilhelmshaven. Die Fregatte Hessen bricht ins Rote Meer auf, um sich den Houthi entgegenzustellen. Ein gefährlicher und kostspieliger Einsatz. Doch Recherchen von Kontrovers und Report München zeigen, gleichzeitig nutzen Islamisten Ressourcen hier bei uns in Deutschland, ohne dass die Regierung ausreichend einschreitet. Das ist Al-Manar TV. Das Nachrichtenportal verbreitet islamistische und antisemitische Propaganda. Wir sagen euch, Biden, Netanyahu und den boshaften Europäern, wenn ihr uns warnt, dann ist unsere Antwort an euch, ihr solltet aufpassen. Passt sehr gut auf. Auch die Houthi-Angriffe auf die Schifffahrt werden hier verherrlicht. Rund 50 Millionen Nutzer konsumieren diese Nachrichten, auch in der westlichen Welt. Und wie unsere Straßenumfrage in Berlin zeigt, auch in Deutschland. Natürlich, der Sender ist wirklich gut, sehr authentisch. Er berichtet die Ereignisse zum Nahostkonflikt absolut glaubwürdig und alles ist aktuell. Ich schaue den Sender, um die aktuellen Nachrichten zu sehen. Wie finden Sie die Berichterstattung zum Nahostkonflikt? Gott segne Sie. Sie sind sehr gut mit unseren palästinensischen Brüdern. Ahmad Mansour überrascht das nicht. Seit vielen Jahren setzt sich der Islamismus-Experte gegen Radikalisierung ein. Gemeinsam mit ihm sehen wir uns die Inhalte von Al-Manar an. Das ist der Sprachrohr der Hezbollah. Das ist von Hezbollah finanziert. Das ist Propaganda von einer Terrororganisation. Das ist etwas, was leider viele Menschen hier auch in Deutschland konsumieren und dadurch natürlich eine Anti-Israel-Haltung entwickelt, der sehr schnell zu Antisemitismus führt. Das ist Verherrlichung von Terror, von Angriff auf Juden. Und dass sowas irgendwie überhaupt sichtbar ist, zeigt, dass wir diesen Kampf gegen Terrorismus nicht wirklich ernst nehmen. Al-Manar, eine Gefahr. Das ist den Behörden eigentlich längst bekannt. Schon 2008 wird Al-Manar TV als verbotene Organisation gelistet. Vor diesem Hintergrund klingt das, was unsere Recherchen ergeben, unglaublich. In den Vereinigten Staaten treffen wir vergangenen Herbst Alberto Fernandez vom Middle East Media Research Institute, kurz MEMRI. Die Organisation beobachtet und analysiert die Medien des Nahen Ostens, auch Al-Manar. Das verbreitet regelmäßig antisemitisches Gift in arabischer Sprache an die Zuschauer in der westlichen Diaspora. Das ist außerordentlich gefährlich. Doch das amerikanische Institut hat etwas entdeckt. Diese Terrorpropaganda soll ausgerechnet über Server in Deutschland abgewickelt werden, ohne dass jemand einschreite. Für die deutsche Regierung ist es ein leichtes. Sie sollte Maßnahmen gegen Al-Manar ergreifen. Ein harter Vorwurf. Kann das wirklich stimmen? Gemeinsam mit dem IT-Sicherheitsexperten Matthias Rosche wollen wir Antworten finden. Die Domain sieht augenscheinlich wie eine libanesische Domain aus. Die Endung LB deutet darauf hin. Wir versuchen zu analysieren, wo die Datenpakete von unserem Rechner aus ihren Weg nehmen, um die Ursprungsquelle der Daten zu finden, haben nachvollzogen, dass es über verschiedene Hubs direkt nach Frankfurt geht. Sie werden direkt dann nach Deutschland übertragen und von dort aus in die Welt verteilt. Hätten Behörden den Weg der Daten von Al-Manar TV auch nachvollziehen können? Absolut. Das ist
jeden möglich, der ein wenig mit Computer umgehen kann, und die Tools sind frei verfügbar. Von der Sache her ist das keine große Hürde. Aber warum haben deutsche Sicherheitsorgane dann nichts bemerkt und unternommen? Das Bundesinnenministerium erklärt auf Nachfrage nur, dass man sich in einem laufenden Verfahren befinde, zu dem man sich nicht äußern wolle. Wir machen uns auf zu der Firma bei Frankfurt, die den Server betreibt. Dort ist man sogar bereit, uns ein Interview zu geben, da man nach eigener Aussage von all dem keine Ahnung hatte und auch nicht gewarnt wurde. Wir bieten einen physischen Server und wir haben keinen Zugang auf den Content. Also alles, was fehlt, ist eine Information der Behörden? Genau. Die kam noch nicht rein. Die kam noch nicht rein? Wir haben noch keine Information bekommen. Und wenn die käme, dann wäre was? Sie würden die sofort gesperrt. Erst nach unseren Recherchen wird der Server abgeschaltet. Doch die Inhalte von Almanar sind in Deutschland weiter zu empfangen, nun über Server im Ausland. Obwohl es den Behörden technisch und rechtlich möglich sein müsste, sie zu sperren. Für den Bundestagsabgeordneten Konstantin von Notz, Chef des Parlamentarischen Kontrollgremiums für die deutschen Nachrichtendienste, ein untragbarer Zustand. Da muss man wirklich sagen, den Sonntagsreden müssen dann auch mal Taten folgen. Man muss zusehen, dass man diese Dinge aus dem Netz bekommt. Und man muss internationale Allianzen schmieden, denn diese Inhalte sind unerträglich und sie führen zu Hass und Leid. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, dagegen vorzugehen. Ist die Bundesregierung überfordert, wenn es um islamistische Cyberpropaganda geht? Neue Recherchen zeigen, Almanar ist nicht der einzige Fall. Bilder der Plattform Ansarullah, das heißt so viel wie Allahs Helfer. Sie wird betrieben von den jemenitischen Houthi-Rebellen, also jenen Milizen, die derzeit den Schiffsverkehr im Roten Meer bedrohen. Sie tun das auch, um die Hamas gegen Israel zu unterstützen. In diesem Clip wird sogar der Sturm auf einen Kibbutz geübt. Das ist die Houthis, das ist Hamas und das ist die islamische Dschihad. Also da steht, in welchem Team sie spielen möchten und welche Leute sind ihre Vorbilder. Es handelt sich hier um ein Land, gekapert von einer Terrororganisation, unterstützt von dem Iran. Sie wollen das als cool, sie wollen das als Art von Videospiel verkaufen. Die wollen die Jugendlichen dazu begeistern, sozusagen ihre Minderwertigkeitskomplexe so zu balancieren, indem sie Amerikaner und Israelis angreifen. Hasspropaganda auch für Jugendliche im Westen. Und wieder steht ein Server in Deutschland und wurde bis zu unseren Recherchen noch vor wenigen Tagen betrieben. Auf das Abschalten der Seite haben die Houthi sogar mit einer erstaunlichen Pressemitteilung reagiert. Die Schließung der Webseite von Ansarullah zielt darauf ab, die Stimme der jemenitischen Medienbotschaft zum Schweigen zu bringen. Dies sei ein eklatanter Verstoß gegen die Meinungsfreiheit. Eine Terrororganisation pocht auf Meinungsfreiheit. Dabei haben die Attacken der Houthi für Deutschlands Wirtschaft verheerende Auswirkungen. Wir sind am Hamburger Hafen und treffen Jens Meyer, den Chef der Hafenbehörde. Er erklärt uns, warum die Schifffahrt derzeit ein Problem hat. Man muss wissen, Schiffe, die hier aus Südkorea, China Richtung Hamburg fahren, die würden zu 90% normalerweise hier durch den Suezkanal fahren. Aber hier sieht man schon, HMM Southampton biegt gar nicht mehr ab Richtung Rotes Meer, sondern fährt gleich unten rum um das Kap der guten Hoffnung. Das sind insgesamt 3000 Seemeilen mehr, die das Schiff zurücklegen muss. Das sind im Schnitt zwischen 9 und 11 Tagen länger. Und die Southampton ist dabei nur ein Schiff von Hunderten. Das führt natürlich dazu, dass es massive Störungen gab. Schiffe kamen nicht pünktlich an. Und wir haben es bei einigen Unternehmen, die insbesondere Just-in-Time produzieren, Automobilbranche war zunächst betroffen, gemerkt, dass sie Produktion komplett gestoppt haben oder verlangsamt haben. Und man kann sehr deutlich sehen, dass die Houthi-Rebellen sehr gut informiert sind über Schiffspositionen und auch Ladungsdaten. Sie werden dort sehr stark aus dem Iran unterstützt von Informanten. Am Abend dann läuft die Costco ein.
Ganze 9 Tage länger als üblich war das Schiff auf See. Es ist auch ein gezielter Wirtschaftskrieg gegen den Westen. Schiffe, die Russland beliefern, können das Rote Meer weitgehend gefahrlos passieren. Und die Organisation, die diesen Schaden anrichtet, konnte bis vor kurzem auch noch deutsche Server nutzen? Wieder wollten wir mit der entsprechenden Serverfirma sprechen, die diesmal in München sitzt. Wir erreichen den Zuständigen nur telefonisch und stellen fest, wieder waren wir es, nicht die Behörden, die ihn überhaupt informiert haben. Und Sie haben nicht gewusst, dass der Houthi-Milizensender über Ihre Server läuft? Nein, das habe ich jetzt gerade von Ihnen erfahren. Und das so kann unsere Compliance-Abteilung direkt aktiv werden. Wenn wir sehen, dass dort Material ist, was nicht ins Netz gehört und nicht verbreitet gehört, werden wir sofort aktiv und sperren den Sender. Also, den Sie haben nichts gewusst? Gar nichts. Nein. Grundsätzlich gilt, der Provider muss die Inhalte nicht selbst prüfen, sondern erst nach Hinweisen aktiv werden. Doch offenbar hat ihm keine Behörde etwas gemeldet. Kommt so ein Hinweis nicht, läuft die Propaganda über deutsche Infrastruktur. Das ist jetzt auch im Bundestag angekommen. Das ist halt insofern maximal bizarr, als wir gerade darüber diskutieren, deutsche Soldatinnen und Soldaten dahin zu schicken. Da müssen die Sicherheitsbehörden entschlossen und abgestimmt gegen vorgehen. Das ist nicht hinnehmbar. Die Fregatte Hessen macht sich mit viel Steuergeld und unserer Gefahr auf den Weg. Doch ihre Gegner können bisher weitgehend ungestört über Deutschland Propaganda verbreiten.